So, herzlich willkommen bei Neck. Zurück zu Neck. Wie auch immer. Letzte Folge für die Aufnahmesession. Danach habe ich frei. Bin um echt zu sein so ein bisschen erleichtert, dass ich denn jetzt Pause habe. Irgendwie ging mir das doch jetzt ganz schön auf den Sack irgendwie. Deine Mutter! Wir kommen der Sache näher. Sie scheinen aus den Teilen wohl Panzer und andere Waffen zu bauen. Logisch. Alle auf einmal. Hey! Special. Eine Lupe. Nee, was ist das? Zeitdehner-Teil. Ach so. Wunderbar. Der sieht aus wie der von der Ammunition, ey. Oh, hat doch gereicht. Klar. Immer langsam hier. Nein, kein Metall. Kacke. Danke. Nicht danke. Och, echt jetzt? Ein Schuss? Oh, fick doch die Henne. Ey, was soll das? Jedes Mal. Also gemein ist es schon. So, alle mitnehmen. Gott, das wird ja immer schlimmer. Natürlich, natürlich, natürlich. So, jetzt gehen wir auf die linke Seite und machen da die Magnete, die Magnetfelder aus. So, und jetzt machen wir die alle kaputt. Hoffentlich. Gut, du nicht. Aber jetzt. Einmal füllen. Hoffentlich reicht's. Jawohl.
Und schon sind wir wieder draußen. Special. Ha. Bin ich gut. Ein USB-Stick. Seltenheit 2. Wunderbar. Der Mond sieht aber mickrig aus. Auf mit Wackelpudding rumzuschießen. Essen lieber. Oh, tun die Ohren weh. So schön die Kopfhörer auch sind, irgendwie trage ich sie in letzter Zeit irgendwie falsch. Denn die tun unglaublich weh irgendwann. Hallo, Doktor. Charlotte! Unmöglich! Du meinst, weil ich lebe, obwohl du abgehauen bist? Moment, was? Als ich damals in die Kluft gestürzt war, fanden mich Kobolde und brachten mich zu ihrem Häuptling Gundahar. Er pflegte mich wieder gesund. Tja, fast jedenfalls. Dieses Bein ist nie vollständig verheilt. Charlotte, ich habe dich wochenlang gesucht. Wenn ich dich nicht gefunden habe, dann weil du weg warst. Das behauptest du. Es ist wahr. Und was ist das alles hier? Gundahar brauchte meine Hilfe und ich habe ihm geholfen. Zuerst baute ich bessere Waffen und Rüstungen, damit er sich gegen Koboldstämme wehren konnte, die sich gegen ihn stellten. Später dann baute ich andere Dinge. Er setzt die Waffen, die du ihm baust, auch gegen unsere Siedlungen ein. Das weiß ich jetzt. Ich schätze, Gundahar hatte seine Feinde bei den Kobolden erledigt und dann einen Weg gesucht, sich an den Menschen zu rächen für die Kristallkriege. Als ich es erfuhr, hörte ich sofort auf. Charlotte, das alles tut mir unendlich leid. Aber was auch passiert ist, jetzt sind wir wieder zusammen. Bitte, uns bleibt nicht viel Zeit. Du musst mit mir kommen. Nein. Was? Wieso nicht? Durch mein Handeln ist zu viel Leid und Zerstörung entstanden. Ich fürchte, ich kann nicht mehr unter den Menschen leben. Sei doch nicht albern! Nein! Verstehe. Falls du es dir jemals anders überlegst, bitte, melde dich. Ganz egal, wo ich bin, ich komme dich holen. Das verspreche ich. Leb wohl, Doktor. Bitte. Oh, der Arme, ey, voll gekränkt. Oh, der tut mir voll leid. Ich will die ganzen Leuchtsteine haben. Kennen wir uns nicht? Aua. Kennen wir ja irgendwo. Oh, Sie sollten lieber zurückbleiben, sonst werden Sie noch gegrillt. Noch besser? Wir treffen uns dort auf diesem Hügel. Ich schätze, dort finden wir auch Gundahar. Ein Stromschlag wäre wirklich ein passendes Ende. Sie liebt mich einfach nicht mehr. Also, ich bin kein Mensch, aber ich glaube, es ist etwas komplizierter.
Jetzt gehen Sie lieber ein Stück von mir weg, bevor das Feuerwerk beginnt. Okay, okay, okay. Ich gehe ja schon. Gehen Sie schon? Nur kein Mitleid. Sie war ja nur die Liebe meines Lebens. Aber mich macht das ein bisschen skeptisch, weil jetzt hier so viel ist. Ich denke mal, die sollen wir nicht berühren. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ah, das klaut mir ein Metall. Oh. Warum hat der mir jetzt so viel abgezockt, Alter? Das sind sowas wie kleine Magnete. Ich spare mir mal aus irgendeinem Grund die ganzen Leuchtsteine auf. Ich habe das dumpfe Gefühl, verdammt, dass wir die noch brauchen werden. Komm, spring! Na gut, dann nicht. Hinab. Alter, fast alles an Leben abgezockt. Also echt, das ist so krass teilweise. Und so viele Leuchtsteine, das hat irgendwas zu bedeuten. Also. Ich glaube, so viele Leuchtsteine, wie es hier momentan gibt, werden wir noch einige davon finden. Alter, wie viel hat das denn? Ich hatte doch noch drei, jetzt habe ich nur zwei. Von wegen doppelt so viel. Das ist doch schon besser. Kümmern wir uns um ein paar Panzer und Flugzeuge. Jo. Was ist das denn? Na klar. Nein! Wusste ich's doch. Zocken echt so viel mittlerweile. Zwei Treffer und ich bin weg. Das ist so eine Cheaterei einfach. Ich meine, gut, ich bestehe nur aus Einzelteilen, ja. Aber trotzdem finde ich das viel zu krass. Viel zu krass einfach. Zerstört in Monteverde. Und jetzt willst du es zu Ende bringen? Wieso? Du fragst wieso?
Du zerstörst ihre Außenposten und überfällst ihre Städte. Und wofür? Sonnensteine und Relikte? Ich behebe hier nur ein Unrecht. Heute leben die Kobolde sehr primitiv in den Wäldern und Bergen. Doch vor den Kristallkriegen hatten wir eigene Städte. Und unsere eigene Zivilisation. Ich versuche nur, das zurückzubekommen. Und ich bin bloß hier, um zu zeigen, dass Angriffe auf Menschen auch Folgen für dich haben. Du bist ihr Werkzeug. Und wir haben jetzt lange genug in den Ödlanden gelebt. Vernichte das Monster! Ob die kleinen Panzer mich aufhalten. Jetzt kommen die auch mit der Hypergun. Komm. Was haben wir hier? Nur ein paar Steinchen. Schon 17 Minuten die Folge. Ich hoffe, dass mal gleich wieder ein Cut kommt. Boah. Schade, dass die Flugzeuge kein Leben oder so bringen. Viel halten die nicht aus. So. So viele Waffen. Die müssen alle weg. Krass. Einfach mal das ganze Lager in die Luft gejagt. Wenn ich mich nicht bewege, sieht er mich vielleicht nicht. Gut, ich mach mal hier einen Folgencut. 18, 19 Minuten geht die Folge schon. Ich mach mal einen Folgenschnitt. Oh. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Knack.